Das Video, was uns sehr oft vorgeschlagen wurde, ist schon 3 Tage alt. Das heißt, habe ich schon mal gelebt? Rückführung, Selbstexperiment. Also er hat sich scheinbar zu so einer, ich weiß nicht, wer macht sowas? Wer macht mit dir eine Hypnose? War es jemand, vielleicht Hypnose oder so, also Hypnoteurin oder keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall irgendwo hingegangen und er liegt auf einer Liege, also er probiert es aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Erfahrungen er mit sich bringt, weil ich persönlich, ich bin bei sowas immer sehr skeptisch, aber ich finde es auch sehr interessant auf der anderen Seite, ja. So, let's go. Welche Strafe wartet auf dich? Die Todesstrafe. Jeder Mensch hat schon einmal gelebt. Das wird in Weltreligionen wie dem Hinduismus und Buddhismus angenommen. Aber auch in der Esoterik gibt es das Konzept der Reinkarnation. Dabei soll die Seele nach dem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren werden. Bei einer Rückführung soll man in sein vorheriges Leben reisen können. Angeboten wird das von Heilpraktikern, die einen dafür in eine Trance versetzen, wodurch man sich an sein vorheriges Leben erinnern kann. Ich finde die Vorstellung, dass ich schon mal gelebt haben könnte, echt abgefahren und irgendwie auch super spannend. Deswegen werde ich in diesem Video selbst eine Rückführung machen. Die Sache ist, die Idee, dass man schon mal gelebt haben könnte, ist natürlich super spannend, weil ich glaube, jeder Mensch fragt sich, was kommt danach. Ja? Also manche Menschen wissen es oder zumindest glauben sie es, weil dafür, deswegen heißt es ja Glaube, also religiöse Menschen glauben ja, entweder es geht in den Himmel oder es geht ins Paradies oder es geht, wie gesagt, der Hinduismus und Buddhismus sagt, es geht dann ins nächste Leben und so weiter. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Theorien und Glaubensrichtungen und das ist ja auch okay und es ist ja auch gut, dass jeder das glauben kann, was er möchte, weil das kann dir ja niemand verbieten. Ne? Das kann ja niemand verbieten, das zu glauben, was du glauben möchtest und das finde ich auch gut. So, und ich glaube, das ist auch was, was vielen Menschen Hoffnung gibt und so, klar, weil, ne, diese Unsicherheit und nicht zu wissen, was passiert und so. Aber das, womit ich eine große Schwierigkeit habe, was ich nicht gut glauben kann, ist, dass es Menschen gibt, die die Fähigkeiten besitzen, das wirklich herauszufinden. Ich glaube, das ist etwas, also egal, was danach kommt, ob es danach weitergeht oder ob es dann nochmal von neu losgeht oder was, kann ja alles sein, aber die Menschen, die von sich selbst behaupten, ich weiß, das und das passiert danach oder so, das ist immer das, was ich ein bisschen kritisch und schwierig finde, ja? Ich frage mich, funktioniert das wirklich und ist das, was ich da erfahre, irgendwie historisch belegbar und erklärbar oder doch nur ein Fantasieprodukt? Ich muss zugeben, ich bin eigentlich überhaupt kein esoterischer Typ. Also ich kann mit Esoterik nicht so wirklich viel anfangen und deswegen... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was alles unter dem Begriff Esoterik fällt. Ich google mal ganz kurz. Esoterik, weil er sagt einfach Esoterik, aber er beschreibt gar nicht, was ist denn alles Esoterik. Okay, gehen wir ganz kurz auf Wikipedia und lesen uns mal den Eintrag durch. Vom Altgriechischen... Das Innerliche, dem inneren Bereich zugehörig, ist der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs eine philosophische Lehre, die nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist. Im Gegensatz zu Exoterik, allgemein zugängliches Wissen, andere traditionelle Wortbedeutungen beziehen sich auf einen inneren spirituellen Erkenntnisweg. Also Esoterik steht sozusagen für alles, was man nicht wissenschaftlich belegen kann. Ist das richtig? Ist das korrekt? Also bedeutet alles, was nicht wissenschaftlich zu 100% belegt wird und wenn man trotzdem behauptet, das ist so oder man glaubt, das ist Esoterik, geht ungefähr so in die Richtung, ne? Okay. Also Esoterik hat etwas mit Glauben zu tun, ne? Ich habe mich jetzt möglichst wenig mit dem Thema vorher beschäftigt. Das heißt, ich gehe da jetzt ganz unbedarft hin und hoffe einfach mal, dass es bei mir funktioniert. Ich bin mega gespannt. Bin ich auch gespannt. Hallo, hallo, ich bin Felix. Katrin, hi. Das ist der Nils, mein Kameramann. Katrin ist Heilpraktikerin, die sich unter anderem auf Reinkarnationstherapie spezialisiert hat. Sie bietet auch einzelne Rückführungen. Reinkarnationstherapie, Kunst- und Kreativitätstherapie, spirituelle Heilverfahren und Atemtherapie. Okay, das habe ich noch nie gehört. Reinkarnationstherapie, also Reinkarnation ist ja die Wiedergeburt. Also sie macht eine Therapie zur Wiedergeburt. Also sie macht das scheinbar regelmäßig, dass sie über das frühere Leben Dinge herausfindet? Einzelne Rückführungen für esoterisch interessierte Menschen an. Wenn es ums Thema Rückführung geht, dann geht man davon aus, dass man schon mal gelebt hat. Ja, wir gehen davon aus, dass es mehrere Leben gibt, ja, auf der Erde und auch darüber hinaus und dass die Seele unsterblich ist und sich eben immer wieder neue Körper sucht, neue Verkörperungen, um Erfahrungen zu machen. Und das ist für mich ein sehr schöner Gedanke. Ja, das auf jeden Fall. Finde ich auch. Ist ein schöner Gedanke, da kann ich zustimmen. Auch der Gedanke, dass es weitergeht, dass es nicht Schluss ist, dass wir
nicht nur unser Gehirn sind, ja, und wir uns quasi unsere Existenz erdenken. Nein, es ist mehr, ja. Unser Körper ist unser Haus und unsere Seele ist das, was lebendig ist, was uns ausmacht. Wie kann man sich denn sicher sein, dass das, was man bei so einer Rückführung sieht, wirklich ein früheres Leben war und nicht irgendwie ein Fantasieprodukt ist? Sicher sein kann man sich gar nicht, weil sonst wäre es ja eine Wissenschaft und keine Esoterik, oder? Eine gute Frage. Bekomme ich auch häufiger gestellt. Also die Steine sind auf jeden Fall am Start. Es hat erstmal was damit zu tun, wie du das erlebst. Wenn ich sage, stell dir mal einen rosa Elefanten vor, dann stellst du dir den vor, dann hast du ein Bild, aber erstmal auch kein Gefühl dazu. Ja, es ist erstmal nur ein rosa Elefant. Wenn du aber in den Bildern bist, fühlst du. Ja, du bist da mit drin, ja, also du hast ein Erlebnis, eine Erfahrung, das berührt dich, ja, du spürst es körperlich, du spürst es emotional, du bist da drin, ja. Das ist für mich ein Anhaltspunkt, dass das stimmig ist. Ja. Und gerade in der heutigen Zeit ist es aber auch sehr schwierig zu sagen, ich habe jetzt ein Indianerleben gebildet, aber gestern habe ich einen Film geguckt und da war auch ein Indianer drin. Ja, oder ich bin jetzt im Mittelalter und vor 2 Wochen lief eine Dokumentation über das Mittelalter. Das kann man so nicht wissen, weil wir ständig mit Informationen zugeballert werden von außen. Genau. Ja. Dass es man sagen könnte, ja, habe ich geträumt oder habe ich mal gesehen vor einiger Zeit. Das wissen wir nicht. Wir müssen aufs Gefühl achten, darum geht es auch. Ja? Ja. Es geht um die Seelensprache und auf das, was man wahrnimmt. Und ja, man muss sich halt öffnen dafür. Beweisen können wir es nicht. Jetzt geht's. Okay, ist schon mal gut. Also sie sagt, beweisen können wir es nicht. Also man muss dran glauben. Es gibt keine Beweise, so wie auch für andere Dinge, wie zum Beispiel Geister oder Religionen oder so. Das sind einfach Dinge, da muss jeder Mensch für sich selber herausfinden, was möchte ich glauben, was nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, jeder Mensch soll glauben, was er möchte. Katrin führt mich in den Raum, in dem die Rückführung stattfinden wird. Und wie funktioniert das jetzt? Also wie gehen wir... Ich erkläre dir gleich das Atemverfahren. Ja, das ist erstmal die Basis, um in diesen Trancezustand hineinzukommen. Und dann stelle ich dir Fragen. Und die Fragen stelle ich so, dass dein Unterbewusstsein darauf reagiert und mir eine Antwort gibt. Also irgendwas kommt da. Also das Unterbewusstsein ist sozusagen die Seele dann in diesem Falle? Okay. In der Regel. Ich soll richtig tief ein- und ausatmen und das für 20 Minuten. Nach einigen Minuten fängt mein Körper an, ganz komisch zu kribbeln. Meine Hände und Füße werden kalt. Und jetzt nimm noch ein paar ganz tiefe Atemzüge. Uff. Ich glaube, ich könnte gar nicht 20 Minuten so intensiv atmen. Also erstmal Respekt an dieser Stelle an Tomatolix, dass er sich auf sowas immer wieder einlässt, auf solche Experimente. Das finde ich sehr schön. Also erstmal Props gehen raus, dass er sich an sowas einlässt und dass er sich auch so zeigt. Das wäre vielleicht manchen Leuten auch peinlich oder so. Das finde ich gut. Er lässt uns an seinem ganzen Experiment teilhaben. Das finde ich sehr stark. Füge in die Lunge. Und dann lass deinen Atem jetzt ganz ruhig werden. Und lass dich fallen durch Raum und durch Zeit. Vor deinem inneren Auge entsteht jetzt das Bild einer Höhle. Geh dorthin und beschreibe mir, wie die Höhle aussieht. Das ist ein großer, runder Eingang. Dann wollen wir die Höhle doch einmal erhellen. Okay, also sie sagt ihm, dass er jetzt in der Höhle ist. Also er ist nicht von alleine drauf gekommen, dass er in der Höhle ist, sondern sie sagt ihm, nachdem er sich 20 Minuten lang in Ekstase geatmet hat und komplett irgendwie neben sich steht, sagt sie ihm jetzt, du bist jetzt in der Höhle, sag mal, wie sieht die Höhle denn aus? So, jetzt frag mal jemanden, der betrunken ist oder ein Kleinkind, wie eine Höhle aussieht. Ein runder Eingang. Ja, das macht Sinn bei einer Höhle. Schau mal, ob es da vielleicht in dem Eingangsbereich eine Fackel gibt, die du dir mitnehmen kannst in die Höhle, um sie zu erleuchten. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, dann erscheint da auch eine Fackel. Das darfst du. Dann nimm sie dir, dann geh mal in die Höhle hinein. Katrin fragt mich gezielt danach, wie ich die Umgebung sehe und was ich dabei fühle. Wir springen in die nächste Szene. Ich bin jetzt ein kleiner Junge. Wie alt bist du? Jetzt bin ich mal krass. Also ich weiß nicht, wie viel jetzt gerade rausgeschnitten wurde, weil er sagt, wir springen in die nächste Szene. Aber das finde ich krass, dass er hat am Anfang gesagt, eigentlich glaubt er nicht an sowas oder eigentlich ist er nicht so der Esoterik-Typ. Aber jetzt liegt er da, hat sich 20 Minuten lang richtig schön in Ekstase reingeatmet und jetzt sagt er plötzlich, er ist ein kleiner Junge.
Das finde ich schon, muss ich sagen, finde ich schon irgendwie erstaunlich, weil ich frage mich an dieser Stelle immer selber, kennt ihr das, wenn ihr so irgendjemanden seht, der hypnotisiert wird und der macht so, du schläfst jetzt ein, sag mal, du schläfst jetzt ein. Kennt ihr das, dass ihr euch dann selber fragt, würde das mit mir genauso schaffen? Also wenn ich im Fernsehen jemanden sehe, der so hypnotisiert oder irgendwo, so, würde ich auch direkt so einschlafen? Also würde ich es zulassen können? Würde man mich auch so leicht hypnotisieren können? Würde ich auch jetzt mich als kleinen Jungen sehen oder so? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle, ob man dafür der richtige Typ sein muss. Weil er kann sich ja scheinbar sehr gut darauf einlassen. Das ist ja ganz wichtig für dieses ganze Experiment, dass er sich überhaupt darauf einlässt. Und das finde ich super spannend. Wir gucken mal weiter. 6 oder so vielleicht. Okay, 6 ja. Jahre alt? Ich mache irgendwas mit einem Stock, aber ich habe das Bild irgendwie nicht ganz klar im Kopf. Ja. Du kannst rein spüren, was du tust. Fühl mal, was du tust. Also auf irgendeine Art und Weise spiele ich damit. Wie fühlst du dich denn dabei? Unbeschwert. Hat Spaß. Gut, dann spür jetzt mal in dich hinein. Wie ist denn da dein Name? Henry kommt mir irgendwie in den Kopf. Jetzt spür mal nach, ob du da auch einen Nachnamen hast. Also irgendwas mit A, aber ich komme irgendwie gerade nicht auf den ganzen Namen. Irgendwas wie Abtmann, Altmann, vielleicht auch Altmaier. Verrückt, ich habe wirklich auf einmal einen Namen im Kopf, weiß aber überhaupt nicht, wo der herkommt. Wir springen noch einmal in der Lebensgeschichte weiter. Vor meinem geistigen Auge erscheint eine neue Situation. Ich bin jetzt ungefähr 18 und habe meinen ersten Arbeitstag in einem kleinen Kaufladen. Ich erzähle, wie ich meine erste Kundin bediene. Und dann passiert etwas, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Aber ich glaube, das, warum wir eigentlich in dieser Situation sind, ist, dass kurz danach eine junge Frau da reinkommt. Jetzt wird's erotisch. Die ich irgendwie gut finde, weil die irgendwie eine... Da knistert's doch, Leute, da knistert's! ...ganz, ganz interessante Ausstrahlung hat. Weil ich merke, dass mir irgendwie so richtig warm wird gerade. Ja. Verliebt! Na, beschreib mir doch mal. Lass dich doch mal hypnotisieren. Ja, wenn ich mal irgendwann einen Hypnotiseur kennenlerne, der Bock hat, sowas im Livestream zu machen. Ich würde sowas halt nur machen, wenn ich es halt auch aufnehmen würde. Also ich würde sowas nicht privat machen, weil kickt mich nicht so, Hypnose und so. Aber wenn man das so filmen würde, okay, ich würde sowas machen, aber kommt schon irgendwann. Weil die Frau, die da kommt. Ja, sie hat irgendwie so helle, rötlich-braune Haare, das weiß ich auf jeden Fall. Sie will auch irgendwas einkaufen. Und er hat einen Kaufladen. Es kommt eine Frau rein. Was will die Frau da? Sie will etwas einkaufen. Krass. Und ich glaube, sie findet mich aber auch interessant. Oh, interessant. Ja, merkst du diese Gedanken, in die ich in seinen Kopf reinpflanze? Ich habe gesagt, interessant. Jetzt denkt er, die Frau findet ihn interessant. Aber es ist unterbewusst. Sie lächelt und... Also ich lächle auch, glaube ich, die ganze Zeit. Ich glaube, sie soll irgendwas einkaufen. Hat irgendwie einen Zettel dabei. Also mir ist auf jeden Fall warm. Ich bin aufgeregt oder vielleicht ein bisschen überwältigt, ein bisschen fasziniert. Aber sie bezahlt auch ganz normal und geht auch wieder. Und dann bin ich wieder ganz alleine da. RIP. Die nächste Situation, die ich sehe, ist wieder mehrere Jahre später. Ich spüre, dass ich um die 30 Jahre alt bin. Im Vergleich zur vorherigen Szene fühlt es sich jetzt aber nicht so fröhlich an. Woran spürst du das? Dass ich auf jeden Fall nicht mehr diese Leichtigkeit habe und so, sondern ganz ernst bin. Und also ich glaube, dass vor mir noch weitere Menschen stehen. Okay, krass, wie emotional er auf einmal wird und auch so eine negative Emotion hochkommt. Ist schon creepy und irgendwie auch interessant. Und ich und alle anderen sind irgendwie Richtung, ja, irgendwo hingerichtet, als wäre da eine Art Bühne oder sowas aufgebaut. Und ich finde auf jeden Fall nicht gut, was da gerade passiert. Jemand hält eine Rede. Ich glaube, das ist irgendwas Politisches. Auf jeden Fall empfinde ich das, was gesagt wird, als extrem ungerecht. Ich weiß, dass ich ja so wie versteinert gucke und meine Faust
zusammenballe irgendwie so ein bisschen. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Art Marktplatz oder sowas, Rathausplatz. Ist das die Stadt, in der du auch lebst? Ich glaube schon, ja. Wie heißt denn diese Stadt? Wie ist der Name? Also ich glaube, dass wir uns geografisch auf jeden Fall irgendwo eher Richtung, also irgendwo vielleicht Richtung Bayern befinden. Vielleicht ist es Nürnberg, aber vielleicht ist das auch einfach eine kleinere Stadt da irgendwo im Umkreis. In welchem Jahr lebst du denn da? Ich kann das auch nicht ganz klar sagen, weil ich irgendwie verschiedenste Zahlen im Kopf habe. Also entweder ist das 1600 irgendwas oder 1800 irgendwas. Ich habe auch 1876 einmal als Zahl im Kopf gehabt. Aber ich kann ja nicht genau sagen, welches Arnon, Lilly? Ja, das da tatsächlich ist. Ja, fühl mal rein. Ist es eher 1800 oder 1600? 1800 fühlt sich irgendwie schon stimmiger an, muss ich sagen. Mir wird das irgendwann zu viel und ich gehe weg aus dieser Situation. Vielleicht noch zu meinem Aussehen. Das ist auch ganz interessant, weil ich habe irgendwie längere Haare auf jeden Fall. Schulterlang oder so. Dunkel irgendwie. Braun oder so. Bist du denn verheiratet? Hast du Familie? Ja, ich glaube, ich bin schon verheiratet mit der Frau, die ich eben im Laden da getroffen habe. Und ich glaube, wir haben auch ein Kind, einen Sohn. Ich glaube, wir haben auch ein Kind. Wenn ich WoW spiele, hast du das Kind gefüttert? Hatten wir ein Kind? Ich glaube, wir hatten ein Kind. Arbeitest du denn noch in dem Geschäft? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin irgendwie Kaufmann oder so. Wir springen in die nächste Szene. Ich befinde mich in einem Raum mit vier anderen Personen. Wir scheinen eine Art Aktivistengruppe zu sein. Wie fühlst du dich? Leicht angespannt, gestresst, aber auch wieder dieses bisschen voller Tatendrang. Ich glaube, wir wollen irgendwelche Flugblätter oder so machen oder sind dabei, da irgendwas zu verfassen. Bei Nacht verteilen wir die, indem wir die teilweise aber auch mit Hammer und irgendwelchen Nägeln oder so an irgendwelche Holzsachen, Türen, wie auch immer, schlagen. Macht ihr euch das strafbar? Ich fürchte schon, ja. Was einige Leute vielleicht wundert, ist, dass an meinem Geschäft kein so ein Zettel angebracht wurde. Ja. Aber es wird auf jeden Fall schon gesucht nach den Leuten, die das gemacht haben könnten. Ja, ich bekomme dann schon so ein bisschen Angst. Auf jeden Fall, irgendwann werde ich festgenommen, weil es wohl irgendwie rausgekommen ist. Ich komme erstmal in irgendeine Art Gefängnis. Ich wusste ja, was passieren kann und denke eigentlich nur an meine Familie. Oder ich mache mir Sorgen um die. Boah, das ist aber krass, was da. Also, es weiß natürlich jetzt niemand, was da jetzt genau ist. Also, rational denkende Menschen würden jetzt sagen, er fantasiert sich halt viel zusammen, weil er schon viele Filme geguckt hat aus dem Mittelalter, bla 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 und solche Sachen und so. Aber dass so viele Emotionen hochkommen, finde ich sehr, sehr krass. Ich werde verhört und wegen Hochverrats verurteilt. Welche Strafe wartet auf dich? Die Todesstrafe. Gut. Dann geh jetzt mal. Welche Strafe wartet auf dich? Die Todesstrafe. Gut. Mal in die Situation hinein, in der das Urteil vollstreckt wird. Ich stehe auf dem Art Podest, auf diesem Marktplatz. Da sind viele Leute, die mir zugucken. Meine Hände sind gefesselt auf dem Rücken. Da ist irgendeine Art von Galgen aufgebaut. Was fühlst du? Ja, ich fühle natürlich irgendwie Angst. Ich habe ein schlechtes Gefühl wegen meiner Familie. Meine Anklage wird nochmal verlesen. Ja, und dann ist es soweit, dass mein Kopf da durch diese Schlinge gesteckt wird. Wie fühlt sich das an? Geht da genau hindurch? Es ist halt irgendwie ganz surreal irgendwie. Ist alles so ein bisschen dumpf. Ich nehme alles gar nicht so ganz klar wahr. Ich glaube, ich sehe noch, dass meine Frau irgendwo ganz weit in der Menge auch
steht und zuguckt. Was spürst du da? Irgendwie Liebe und Trauer zugleich. Ja, und dann das ist vorbei, dann ist es ganz ruhig auf einmal. Wie fühlt sich das an, wenn die Seele den Körper verlässt? Es ist irgendwie so warm, so kribbelig, keine Ahnung. Fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde irgendwas halt aus diesem Körper halt rausgehen. Und wohin kommst du jetzt nach dem Tod? Sieht so aus wie so Nebel oder eine Wolke oder so, aber es ist sonst eigentlich alles dunkel. Bist du da alleine oder sind da noch andere? Ich glaube, da sind auch andere. Und wie siehst du aus? Ja, also das ist kein Körper oder da sind keine Körper, sondern das ist so, ja, auch wie so kleine Wolken oder sowas. So wie bei Dragon Ball. So wie bei Dragon Ball in der Hölle waren das auch alles so kleine Wolken, so kleine, sind die kleinen Seelen. Ja, interessant, dass er sich so in so eine Situation hineinversetzt, wo jemand gehängt wird und so, und dass er seinen Körper verlässt und es kribbelig sich anfühlt. So. Schon interessant auf jeden Fall, aber ist natürlich alles eine Sache, muss man dran glauben. Ich persönlich bin eher so ein bisschen skeptisch, sag ich mal so. Das ist schwer zu beschreiben. Nach dem Tod und dem Jenseits endet die Rückführung nach über 2 Stunden. Beweg doch mal langsam deine Füße, deine Hände. Ja, das geht alles schon wieder. Ja, kannst die Maske abheben und wieder ganz im Hier und Jetzt ankommen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß sagen soll. Ich bin ein bisschen platt und noch so ein bisschen verwirrt im Kopf. Das war auf jeden Fall eine super interessante Erfahrung. Ich kann das Ganze noch nicht so richtig einordnen. Vielleicht brauche ich dafür noch so ein bisschen Zeit. Das war auf jeden Fall am Anfang so, dass ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ich denke mir da gerade irgendwie eine Geschichte aus und fantasiere. Aber dann kamen wirklich ein paar Situationen so im Laufe dieser Rückführung, die sich echt ziemlich krass so angefühlt haben. Also man hat das richtig krass gespürt. Also ich habe gerade überhaupt keine Geschichte im Kopf, wo ich das jetzt herholen habe können irgendwie. Teilweise waren die Bilder super klar und teilweise konnte man wirklich nur so Teile irgendwie so sehen. Da war das dann super schwer irgendwie da weiterzukommen oder zu erfahren, was das jetzt genau für eine Situation ist. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal alles so ein bisschen sacken hier. Nach der Rückführung führt Katrin. Okay, lass mal ganz kurz zusammenfassen, was da jetzt genau passiert ist. Also er hat irgendwie 1800, wann war das? Kann jemand das Datum, hat jemand das Datum sich behalten? 1860, 1870 oder so? Denkt er, hat er gelebt als irgendein Altmaier oder Altmann und hat die Todesstrafe bekommen in Deutschland. Wegen einer politischen Entscheidung, weil er irgendwelche Flugblätter an die Wand genagelt hat. 1876. Ich sag mal so, wie es ist. 1876 ist natürlich auf jeden Fall noch hier und da wurden da bestimmt noch Leute abgemurkst, aber nicht, wenn man eine andere politische Meinung hat. Das wäre eher nochmal später wieder sinnvoller geworden, also zum Zeiten vom Deutschen Reich mit Hitler und so. Da wurden Menschen mit anderen Ansichten und Meinungen und so, wurden die wirklich verfolgt und sind weggekommen, aber ich glaube, zu der 1870er Zeit, da war alles so ein bisschen zivilisierter und so. Das wirkt für mich irgendwie nicht ganz so schlüssig, ja. Mit mir noch ein kurzes Nachgespräch, um das gerade Erlebte zu verarbeiten. Du hast das schon gemerkt, wenn ich dich nach einer Jahreszahl 1876, da sind die Leute schon anders drauf gewesen. Gefragt habe, da warst du dir da so nicht ganz sicher. Ich fand es grundsätzlich schwer, klare Daten oder Fakten zu sehen. Also ja. Sowohl beim Namen als auch beim Geburtsjahr oder so. Ja, das ist immer das, was die Kritiker sagen, Rückführung. Beweise, Beweise, Beweise. Also wir brauchen im Endeffekt keine Beweise. Eine Rückführung ist auf Seelenebene. Und Seele hat was mit Fühlen und Spüren zu tun. Zu wild diese Zeit. Zu wild. Und wenn ich dich jetzt nach ganz konkreten Fakten frage, mit Fakten spreche ich den Kopf an, ja, da wird nie so wirklich ganz klar was kommen. Ob das jetzt genau so ist, war, gewesen ist, wir wissen es nicht.
Genau, öffentliche Hinrichtung ist auch mal was anderes. Öffentliche Hinrichtung, er hat ja gesagt, der hat einen Kopf in die Schlinge bekommen auf einem Rathausplatz, wo seine Frau zugeguckt hat und andere Leute haben zugeguckt und es wurde vorgelesen, was er gemacht hat. 1876 liest noch nicht jemand vor, ja, er hat eine andere Meinung, er hat seine Meinung an die Tore genagelt. Wenn er eine andere politische Meinung gehabt hätte, nur wie er es dargestellt hat, 1876 wird er nicht öffentlich dafür aufgehängt. Auf gar keinen Fall. Zu der Zeit, nee. Das ist, nee, Leute, das ist schon eine viel weitere Zeit. Da lief schon zivilisierter ab. Du hast gesagt, my opinion. Du hast was gefühlt, das war eine stimmige Geschichte und deshalb gehen wir davon aus, dass das so auch geschehen ist. Jetzt musst du deine eigenen Rückschlüsse ziehen, ob du dran glauben magst oder nicht. Mhm. Ja. Trotzdem möchte ich jetzt natürlich nachrecherchieren, ob ich... Der hat was Falsches getwittert damals. Oh shit, okay, dafür gab es die Todesstrafe. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, er hat, das war wirklich ganz kritisch damals. Mehr über mein vermeintlich früheres Leben rausfinden kann. Okay. Er hat einen Köftespieß geklaut. Okay, dann, ich sag auch so Hinrichtung dann auch an dieser Stelle verständlich. Hey, fassen wir mal alle Informationen aus der Rückführung zusammen. Mein Name war Henry Altschmann oder Altschmeier. Gelebt habe ich 16 oder 1800, wahrscheinlich im Jahr 1876. Ich war Kaufmann mit kleinem Laden, habe vermutlich irgendwo in Bayern, vielleicht in der Nähe von Nürnberg gelebt, war politischer Aktivist, der eine Flugblattaktion organisiert hat, dafür gefangen und wegen Hochverrats verurteilt wurde. Wegen der Flugblattaktion? Öffentlich aufgehängt? Nee. Gestorben bin ich dann, indem ich öffentlich gehängt wurde. Markus. Und das sind ja zumindest genug Anhaltspunkte, um nachforschen zu können. Fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Gab es mal einen Henry Altschmann? Das denke ich auf jeden Fall. Aber ob es den in Bayern gab? Ich bin jetzt mal neugierig. Er versucht jetzt herauszufinden, ob es was er da gedacht hat, ob es stimmt. Wir gucken jetzt mal. Oder Altschmeier. Bei meiner Internetrecherche finde ich keine prominente historische Figur mit. Okay, er hat eingegeben 1851 bis 1898, okay. Internetrecherche finde ich keine prominente historische Figur mit dem Namen. Aber ich finde tatsächlich einige Menschen, die den Namen getragen haben. Vor allem in Amerika. Viel weiter bringt mich das allerdings nicht. Aber stimmen denn die anderen historischen Umstände? Es gab auf jeden Fall Kaufleute und auch Kaufläden, die genau so aussahen wie der, den ich während der Rückführung gesehen habe. Ja. Aber da ist ja schon wieder die umgekehrte Schlussfolgerung. Hat er den Laden nur gesehen, weil er solche Läden schon mal in historischen Filmen und in Geschichtsbüchern gesehen hat? Also, weil er Bilder von solchen Läden im Kopf hatte, hat er deswegen so einen Laden gesehen? Oder hat er noch nie von solchen Laden was gehört? Hat sich den Laden wirklich komplett ausgedacht? Und dann hat er ihn gesehen. Das muss man halt an dieser Stelle wissen, ne? Auch die Kleidung, die ich gesehen habe, passt genau ins 18. und 19. Jahrhundert. Gab es 1876 oder davor denn politisch... Warte mal, die Kleidung von ihm passt ins 18. oder 19. Jahrhundert? Passt genau ins 18. und 19. Jahrhundert. Okay, wenn die Kleidung, also wenn er wirklich gedacht hat, er hat solche Kleidung an, er hat ja eben noch überlegt, könnte es auch 1600 gewesen sein? 1600 irgendwas konnte er auch noch... Da wurden auch Leute noch bestimmt öffentlich hingerichtet für sowas. Aber wenn der wirklich jetzt durch die Kleidung herausgefunden hat, das muss sich 1800 bis 1900 zugetragen haben, dann auf gar keinen Fall wegen der Flugblattaktion jemand aufgehangen. Da wären die Leute früher durchgedreht. Da hätten die Leute doch nicht mitgemacht. Gerade in Deutschland, da hätten die Leute nicht denken, oh ja, gut, dass du den aufgehängt hast. Dass der eine andere Meinung hat, das geht ja gar nicht. Das wurde erst wieder zu Zeiten von Hitler so richtig, richtig schlimm. Aber zu dem Zeitpunkt, da wurde man nicht für eine Flugblattaktion, das glaube ich nicht. Gab es 1876 oder davor denn politische Ereignisse, die passen könnten? Im 19. Jahrhundert war einiges los in Deutschland. Industrialisierung, Märzrevolution und das Deutsche Reich wurde gegründet. Dabei gab es immer wieder Unruhen und auch Flugblattaktionen. Ein ganz konkretes Ereignis, das passen könnte, finde ich allerdings nicht. Also du laberst nur Bullshit. Christian, was laber ich für Bullshit? Wenn er sagt 18. bis 19. Jahrhundert, heißt das, es ist nicht 1600 irgendwas gewesen, sondern es muss ja... frühestens 1700 losgegangen sein. Aber vielleicht kann ich durch den Tod mehr herausfinden. Wir wissen, dass mein vermeintlich früheres Ich öffentlich gehängt wurde. Hängen als Todesstrafe gab es und wurde auch in Deutschland eingesetzt. Die letzten öffentlichen Hinrichtungen fanden allerdings 1864 statt. Okay.
also deutlich vor 1876. Also das kann ja noch sein, dass er sich mit der Zahl vertan hat. Ne? Also die letzte öffentliche Hinrichtung war auf jeden Fall nicht mehr 1876. Aber wurde die öffentliche Hinrichtung wegen einer Flugblattaktion oder so? Das ist halt das, was ich bezweifle. Bei meiner Recherche finde ich aber auch eine Liste von im Deutschen Reich hingerichteten Personen. Kann ich dadurch vielleicht mehr herausfinden? Auf der Liste stehen insgesamt 1721 Todesurteile. Davon 4 wegen Hochverrats, der Rest wegen Mordes. Wegen Hochverrats konnte man also hingerichtet werden. Allerdings wurde niemand von diesen 4 Fällen gehängt. Okay, also anhand... Okay, da haben wir schon mal über Wikipedia herausgefunden. Es wurde niemand aufgehängt in der Öffentlichkeit wegen einer Flugblattaktion. So, jetzt nochmal. Wer hat gesagt, du labest Scheiße? No front. Aber wer labert jetzt Scheiße? Anhand der Daten aus der Rückführung finde ich keine Person und auch kein Ereignis, das perfekt geschichtlich passt. Deswegen habe ich mir gedacht, frage ich jetzt mal den Historiker Mirko Drotschmann vom Kanal Mr. Wissen to Go nach seiner Einschätzung zu der ganzen Sache. Naja, aus Historik. Hä? Mirko ist Historiker? Das wusste ich auch noch nicht. Was hat er denn studiert? Der ist Historiker? Hä? Okay, das wusste ich bis heute noch nicht. Mirko, der mit Mr. Wissen to Go Kanal, ist Historiker? Das finde ich ja mega geil. Okay, cool. Aus historischer Sicht muss man sagen, da passt vieles nicht so wirklich zusammen. Das Jahr, das du nennst, 1876, das passt nicht zu den Ereignissen. 1876, wir sprechen da von einem Zeitraum, in dem es schon das Deutsche Kaiserreich gab. War zwar keine Demokratie, aber auch kein Willkürstaat. Da wurde man nicht einfach hingerichtet, weil man politische Opposition betrieben hat. Leute, ich will nicht sagen, ich hab's euch gesagt, aber... Es gab zwar ab 1878 die sogenannten Sozialistengesetze, die die Sozialdemokraten verfolgt haben, aber auch da wurde man nicht hingerichtet, wurde man nicht erhängt für so ein paar Flugblätter. Wenn es früher gewesen ist, dann passen wiederum andere Dinge da nicht rein. Also so, wie du das beschreibst, kann es sich nicht abgespielt haben. Okay, das heißt Geschichte... Aber wahrscheinlich laber ich Scheiße. Junge, boom, zerstört. Geschichtlich lässt sich das Ganze nicht belegen. Ich habe ein bisschen recherchiert und mit verschiedenen Experten gesprochen, die Rückführungen unter Hypnose eher skeptisch sehen. Eine mögliche Erklärung ist, dass es sich dabei um imaginative Rollenspiele bei suggestiblen Probanden handelt. Das heißt, dadurch, dass man an die Rückführung glaubt und eine gewisse Erwartungshaltung an diese hat, stellt man sich ganz unbewusst eine Geschichte vor. Ich weiß, das ist ein bisschen komplex, das heißt, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung. Habe ich schon mal gelebt? Vielleicht als Henry Altschmeier? Ja, gute Frage. Es war auf jeden Fall super spannend, mal so eine Rückführung mitzumachen. Es hat echt besser funktioniert, als ich vorher gedacht hätte. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Dass er wirklich, er war komplett in seiner Rolle drin. Und deswegen war es wieder auch gut. Historisch belegbar waren die ganzen Daten jetzt leider nicht. Und es gibt auf jeden Fall auch andere Erklärungsansätze, was bei so einer Rückführung passiert. Trotzdem kann man ja nie so genau wissen, ob da nicht vielleicht doch irgendwas hintersteckt. Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, dass ihr schon mal gelebt habt und glaubt ihr, dass eure Seele vielleicht nach dem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren wird? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr die ganze Rückführung... An dieser Stelle, checkt Tomatrix aus, wenn ihr noch mehr, wenn ihr euch für das Thema sehr, sehr brennend interessiert, checkt Tomatrix aus. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Ich fand's interessant. Ich fand's auf jeden Fall interessant.